So, Dalla, willkommen hier Golfclub Colliberici bei Vicenza, Teil 2 unseres Course Logs hier mit Alex. Loch Nummer 4, das ist ein ziemlich cooles Par 4. Ihr seht hier vorne dieses Haus. Über die rechte Seite des Daches drüber, dahinter ist das Grün und das Loch ist ca. 260, das heißt antreifen. Schauen wir mal, Alex. Das ist ein interessanter Winkel. Ja, so rechts über den Spitz des Daches drüber. Da ist es grün. Der war etwas links. Aber er ist sicher drüber. Das heißt, er könnte durchaus eine Chance haben, da hinten zu liegen, weil links vom Grün ist ein bisschen Platz. Okay. Das lasst noch. Okay. So, bitte mach's besser. Yep. I try. Er fadet Richtung rechten Bunker drüber. Ja, schau mal. Richtung Weg. Und schauen, ob man das sieht. Da der Bunker, da dahinter der Weg, da sollte ungefähr sein. So, also die Balllage jetzt doch im rechten Bunker. Von oben ein bisschen getäuscht. Ja, rechts hinterm Grün. Go. Oh, das war ein guter Shot. Oh ja. Yeah. Nice. Ah, das schweres Loch für mich, wäre nicht. So, Alex, seinen Ball haben wir gefunden. Er hat Glück gehabt, er war nicht im Out. Und das ist seine Aufgabe. So, schauen wir mal. Zweiter. Ja, der war nicht so schlecht. Schwierige Lage oben im Rough. Bergablage. Kann er gleich zeigen, ob er chippen kann. Übrigens, hier mein Ball zum Birdie. Ich möchte nichts sagen, weil der Ball liegt ein bisschen im Weg. Dann markieren? Ja. Dann können wir markieren. Nehme ich euch mit. Okay. Alex Chip, Schlag Nummer 3. Ist okay. Ist okay. So, dann hat Alex jetzt den Par-Putt. Da darf er nichts mehr bringen. Wer war's? Bogey, geschenkt. Okay. Nein. Birdie passt, müssen wir spielen. Birdies müssen gespielt werden. Da. Der war wohl geschenkt. Birdies müssen wir spielen. Da besteht, muss man mein Butter. Kannst du meinen nachher mit mir? Ja, Kim. Das ist ein Fake Butter. Was? Das ist gut als Kotti. Das schafft er nicht, glaube ich. Das sind die richtigen Zitterbats. Ah, verdammt. Nice. Ja dann, Florian, eins auf. Eins auf, nächstes Loch, 5. Loch 5. Da 4. Ein 5 ist das. Ha? Das ist die 5. 5 Loch, also, A 4. Ja, genau. Okay.
Boom! Loch geschaut. Ja. Ja, der ist ungefähr, wie man sieht, da gelandet. Autofokus. Fairway! Ich lass gleich laufen, dann kannst du nehmen. Jawohl. Muss ich ja, lass herlaufen. Okay. Okay. So, also mein Treffer mit der Fairway. Und Ali. Alex, bitte. Er wehrt sich immer gegen den Spitznamen. Nicht der beste Hit, aber der passt. Der ist oben auf diesem Plateau auf der linken Seite, vielleicht im Semi-Raff. Nichts passiert. Na, Fairway ist der. Gut shot. So, sag mal, Flo. Genau 100. Genau 100, bergauf. Such dann eher flach mit einem Pitching Wedge, so 3/4. Die Bahne sieht man ganz leicht. Wird wie gut. Ja, think it's good. So, jetzt sind wir super, weil ich habe kein Wedge mitgenommen. Okay, dann haben wir Alex ein Wedge. Der Alex liegt bei den Mädels. Sind übrigens unsere Freundinnen, falls euch das gefragt habt. Claudia. Hi. Und die Sandra. Hallo. Ist dann meine. So, Alex Ball liegt hier. Das heißt, circa, ja, ist jetzt 95. Schauen wir kurz. Schauen wir. Gut geschätzt. Brauchst keinen Laser, brauchst du noch mehr. Ja, dann Gap Wedge. Gap Wedge, ein bisschen bergauf. Fahne sieht man ganz gut. Unangenehm zum Stehen. Yep. Hat einen guten Bounce gehabt beim Drive. Na. Fett. Aber er ist zumindest am Plateau oben drauf. Aber er wird wahrscheinlich vorm Grün sein. So, lala. Alex hat es nicht ganz aufs Grün geschafft. Hier ist sein Ball, die Fahne ist hier. Schauen wir mal. Nicht schlecht. Bisschen zu viel ausgeholt, aber diesen Grüns schwer Spin zu haben. Gut. So, Florian, kurz am Grün. Ja, hat auch ein bisschen kurz. Hat von uns besser ausgeschaut. Wie schon mal erwähnt, Grün sind aerifiziert, dementsprechend, ja. So wie gut, kein Spin. Kein Spin. Nicht was haut. Okay. Fahne gilt als bedient. Sehr gut. Das wollte ich hören. Go! Und aber langsam sein sie, und langsam sein sie, aber super Schlag, super Schlag. Schenk? Lass mal schauen. Ja, okay, also Battelänge schenken wir. So, jetzt zeigt es ein bisschen extra Footage. Ja, knapp. Sind kurz, okay. Alex. Ja, ich werde jetzt einen Butter verwenden. Ah, schön! So, Alex liegt zum Paar. 1, 2, 3 zum Paar, genau. Ja, okay. Den Putt zum Paar. Das heißt zum Teilen. Ja, Gott.
Okay. Somit bist du zwei jetzt auf. Dann zwei auf. Ja. Zwei auf. Kleine Revanche auch fürs Match am Olivi, ne? Gut, gehen wir weiter zur 6. Ja. So, also das ist die Bahn Nummer 6, Downhill, Überraschung einmal wieder, 155 Meter. Genau, von da sind es 155, wir sind gerade ein bisschen vor dem weißen Abschlag. Genau, also der weiße Abschlag ist 5 Meter weiter hinten und gerade zum Filmen sind wir ausnahmsweise mal auf Gelb gegangen. So, Eisen 8. Der schaut sehr gut aus, ich hoffe, das sieht man im Video. Ah, Birdie Chance. Pin High, ungefähr, muss er sein? 3 Meter, ein bisschen 3-4 ja. Meter. So, gut. Herr Rackl, jetzt zeige ich dir, wie das geht. Du musst erst einmal toppen. Nein, ich will nicht toppen, ich will besser. Der zweite fette. Aber top war er nicht. Nein, top war er nicht. Aber Aufgabe für den zweiten. Okay. So, dala. Alex war ein bisschen kurz vom Grün, hat einen fetten gemacht. Wir sind jetzt hier am Ende des zweiten Teils am Video. Er ist 2 down. Schauen wir, ob er einen Up and Down machen kann. Fahne. Hier. Nicht schlecht. Ah! 2 Meter kurz im Flug. Schade. So, dala. Wir sehen jetzt hier das Loch von der Gegenseite mal. Von hier hinten oben sind wir gekommen. So, Alex. Sein dritter Schlag. Chip. Für Paar. Na, komm jetzt. Ich schenke dir das Loch. Ein bisschen schnell. So, also im Florian habe ich das Loch geschenkt und jetzt buttet er halt noch fertig. Zum Birdie. Zum Birdie natürlich, deswegen buttet er noch. Go! Na! Ja, ich würde dann zum Paar schenken. Ist natürlich jetzt bitter, gell? Okay, Jungs. Ende Teil 2. 3 auf. Das heißt, der Alex ist da mit 3. Kommentiert unten dran, wie gefallen euch diese Löcher? Super cooler Platz hier in Vicenza. Abonniert den Kanal, liked das Video und wir gehen jetzt zur 7. Da erwartet euch gleich ein mega, mega Abschlag. Schaltet wieder ein.